Hallo an alle, und heute möchte ich euch so einen kleinen Feedback zurückgeben, wie das Futter ist von Hills Pets. Hier könnt ihr sehen, wie es aussieht und wie es heißt. Und heute möchte ich kurz so auf diese Fragen drauf gehen, wie halt der Welpen, der Hund bei mir auch darauf reagiert hat, ob es akzeptiert wurde, ob es gerne gefressen wurde, ob der Hund es gut verdaut hat und solche Fragen. Ich hoffe, euch wird auch das so als Feedback helfen und ihr werdet dann auch überlegen, ob ihr dann auch euren Welpen, euren Hundes geben möchtet oder nicht. Und wir fangen an. Die erste Frage, welche ich beantworten werde, ist, ob mein Hund hat es akzeptiert. Ja, er hat es sogar sehr schnell akzeptiert und hat es von gleich an angefangen zu essen. Das gab damit keine Probleme. Man musste auch nicht so mischen mit dem Futter, was man jetzt gefüttert hat, sondern hat ganz normal angefangen zu essen. Hatte kein Problem damit, obwohl ich zuerst angefangen habe, so leicht zu mischen. Halt ein bisschen den Futter, ein bisschen den, wie da wir packen stand. Aber der hat halt danach locker es gegessen und gab es kein Problem damit. Hat er sehr schnell akzeptiert. Ja, der Welpe von mir, der frisst es auch gerne. Rem isst es gerne. Und immer wenn er die Packung sieht, dass ich es aufhebe, kommt er schnell und wartet schon, bis er halt Futter kriegt. Ja, er hat es halt bis jetzt halt stand gut akzeptiert. Mit Verdauung gab es auch keine Probleme. Der hat ganz normal gegessen. Es gab zum Beispiel nicht, dass es Übergeben oder Durchfälle oder so sonstiges gab. Alles ganz normal, keine Probleme. Schnell akzeptiert, gerne gegessen. Und ja, also es war schon mal gut, dass er schnell den Futter akzeptiert hat. Worauf ich und glaube er auch sehr zufrieden sind. Und ja, das Futter eignet sich auch als Leckerli. Das kann man so zum Beispiel, wenn man eben trainiert, zum Beispiel so ein kleines Stück nehmen und so leicht trainieren und es funktioniert eigentlich. Ich weiß nicht, ob es bei allen Welpen so ist, aber bei uns hat es schon mal funktioniert. Und ich würde garantiert den Futter weiterempfehlen. Hier ist nochmal, wie der aussieht, falls jemand ein Screenshot braucht oder sonstiges oder kurz sich Namen aufschreiben muss. Hier. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Feedback-Video, Bewertung schon mal geholfen und dass ihr euren Welpen, euren Hund es auch vielleicht kaufen werdet und auch mal ausprobieren werdet. Und ja, an dieser Stelle endet mein Video. Ciao.